Heute zeige ich dir eine wunderbar geschmeidige Burlesque-Bewegung, die sogenannten Grinds. Mein Name ist Goldminka, ich bin Tanzpädagogin und Burlesque-Künstlerin. Und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du ganz einfache Burlesque-Bewegungen, die du direkt zu Hause mitmachen kannst und mit denen du dich einfach wunderbar weiblich und schön fühlen wirst. Und wenn das genau das Richtige für dich ist, abonniere gerne meinen Kanal. Genau, und heute, wie gesagt, zeige ich dir die Grinds. Die Grinds sind diese weich, geschmeidig, femininen Bewegungen. Genau. Und dafür stellst du dich ja gerade und bequem hin. Die Füße sind ungefähr hüftbreit auseinander und du gehst ein bisschen in die Knie. Also nicht so die Knie nach hinten, ne? Nicht so, sondern so ein bisschen in die Knie, dass deine Knie schön locker sind. Das hilft uns auch, diese Grinds schön locker, weich und geschmeidig zu tanzen. Und was du jetzt machst, ja, du kommst erstmal in deiner Hüfte an, atmest ein paar Mal tief durch und jetzt malst du mit deiner Hüfte eine 8 auf den Boden. Das heißt, du stellst dir vor, du hast hier so ein paar, so zwei Stifte nach unten und du malst jetzt eine 8 auf den Boden. Ja? Und genau, versuch dich wirklich mal reinzufühlen in deine Hüfte. Und ich muss hier aufpassen mit meinem Mikrofon, dass ich mich hier nicht irgendwie... Genau. Genau, du fühlst einfach in deine Hüfte hinein. Ja. Nimm einfach mal deine Hüfte bewusst wahr und male diese 8 auf den Boden. Und spüre in dich hinein, wie fühlt sich das an. Ja, also... Ja, versuch einfach mal alles loszulassen, einfach mal weg von ich muss noch dieses, ich muss noch jenes und ach und ja und wie sieht denn das aus und was würde jetzt irgendjemand anderes von mir denken, wenn er mich hier so sieht. Einfach genau das mal alles loslassen, wegschütteln und die Bewegung für dich genießen. Ja, das machst du jetzt hier nur für dich. Genau, und du kannst dir jetzt folgende Vorstellung mitnehmen. Und zwar kannst du dir vorstellen, deine Hüfte ist voller Wasser. Und dieses Wasser schiebst du jetzt so von Seite zu Seite. Ja, das macht die Bewegung noch ein bisschen geschmeidiger und hilft irgendwie auch so diese Hüfte noch mal besser wahrzunehmen, indem du einfach so dir vorstellst, du schiebst jetzt oder lässt jetzt so das Wasser durch deine Hüfte durchfließen und mit deiner Hüfte, mit deinen beiden Stiften, die du hier in der Hüfte hast, malst du auf den Boden eine 8. Genau, und genieß einfach wirklich mal diese Bewegung. Was macht das mit dir, wenn du so bewusst, gedanklich in deine Hüfte reingehst? Du kannst auch deine Grinds ein bisschen variieren. Du kannst sie ein bisschen kleiner machen, indem du deine Füße zusammenstellst. Dann werden die ein bisschen kleiner. Du kannst sie ein bisschen schneller machen. Du kannst sie größer machen, indem du deine Füße weiter auseinanderstellst. Du kannst sie langsam machen. Du kannst sie betonen zu einer Seite. Also jetzt malst du hier mit deiner linken Hüfte zwei Kreise. Und jetzt mit deiner rechten Hüfte zwei Kreise. Ja, das sind wirklich alles Möglichkeiten, die du für dich hast. Also versuch das einfach mal so für dich zu genießen und für dich herauszufinden, was fühlt sich gut an, was tut meinem Körper jetzt gerade gut, womit fühle ich mich wohl. Genau, ja. Und wenn du noch mehr Burlesque mit mir tanzen möchtest, dann gucke einfach mal, ob ich vielleicht gerade bei dir in der Nähe einen Kurs gebe. Ich gebe nämlich auch Live-Kurse, also richtig echt und in 3D,
vorrangig in Berlin und vielleicht unterrichte ich ja gerade bei dir in der Nähe. Also schau einfach mal in die Beschreibung, da findest du mehr Informationen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal.